Hallo und herzlich willkommen zur dritten Lerneinheit unseres Online-Kurses. Heute beschäftigen wir uns mit der kurzfristigen Produktionsprogrammplanung. Wir werden also sehen und lernen, wie wir unsere Produktion optimieren können, um unseren Gewinn zu optimieren und zu maximieren. Beim letzten Mal haben wir uns die Finanz- und Güterströme im Unternehmen angeschaut. Wir haben uns angeschaut den Input, der beschafft wird, im Throughput, wo die Produktion stattfindet, als Ergebnis im Output dann ein Produkt am Markt anzubieten, das dann als Umsatz wieder ins Unternehmen reinkommt und die finanziellen Mittel zur Verfügung stellt, unter anderem, um den Input dafür zu bezahlen. Der Input gliederte sich in Rohhilfs- und Betriebsstoffe, Anlagen und Maschinen und Personal. Und jetzt die Frage, wenn wir ein Produkt herstellen, Sie erinnern sich vielleicht an Snake FX, die Fixierung bei Knochenbrüchen am Unfallort. Wenn wir ein solches Produkt herstellen wollen, wie viel an Input brauchen wir denn? Nun, vielleicht brauchen wir zwei Maschinen. Die eine fräst, die andere dreht, wie auch immer. Brauchen wir vielleicht auch drei Mitarbeiter, vereinfacht gesagt. Und natürlich die Materialien, aus denen der Rohstoff besteht, aus denen das Produkt hinterher besteht, was verarbeitet werden muss. Wie viel brauchen wir an Input, wenn wir zwei produzieren wollen? Nun, vermutlich immer noch die zwei Maschinen, immer noch die drei Mitarbeiter, aber doppelt so viel an Rohstoffen, um die Produkte herzustellen. Aus Kostensicht sehen wir also, sie systematisieren sich einmal in Kosten, die konstant sind, unabhängig davon, wie viele Produkte ich produziere, bis zu einem gewissen Grad an Kapazität. Und es gibt Kosten, die sofort mit einer erhöhten Produktion auch wieder steigen. Das nennt man variable Kosten. Und die konstanten Kosten sind die fixen Kosten. Schauen wir uns den Gewinn an. Einmal formal. Was ist der Gewinn innerhalb des Betriebes? Nun, es ist natürlich der Umsatz, den wir am Markt generieren, abzüglich der Kosten, die wir haben. Also der Gewinn ist der Umsatz minus die Kosten. Der Umsatz, den können wir weiter runterbrechen. Wenn wir ein Produkt haben und es am Markt anbieten, ist es die Anzahl der verkauften Produkte multipliziert mit dem Preis, den wir dafür verlangen. Also der Umsatz wäre dann der Preis multipliziert mit der Anzahl der Produkte. Wenn wir mehrere Produkte haben und unterschiedliche Preise, kann man daraus dann eine Summe bilden. Die Kosten haben wir gerade differenziert nach variablen und nach fixen Kosten. Die variablen Kosten waren auch abhängig davon, wie viele Produkte ich produziere. Also die Kosten V für variabel multipliziert mit der Anzahl der Produkte. Das sollte nicht sein. Zuzüglich der fixen Kosten. Kf. Also Kv mal x plus Kf. Das sind die Gesamtkosten. Die untergliedern wir jetzt sozusagen nach variablen Kosten und fixen Kosten. Wenn wir das ausmultiplizieren und P und K und X zusammenziehen, dann haben wir P minus KV, also minus die variablen Kosten, multipliziert mit X, minus den konstanten Kosten. Der Preis minus die variablen Kosten, das nennt man auch den Deckungsbeitrag. Also wie viel von dem einen Produkt am Absatzmarkt bleibt also noch übrig, um die Fixkosten zu decken? Deckungsbeitrag. Nehmen wir mal an, wir produzieren ein Produkt und verkaufen ein Produkt nur. Da muss der Deckungsbeitrag also mindestens die Fixkosten decken, damit wir keinen Verlust machen. Erhöhen wir den Produktionsfaktor mal um 2. Wir wollen zwei Produkte produzieren und verkaufen. Dann muss der Deckungsbeitrag je Produkt natürlich nur noch die Hälfte der Fixkosten decken. Und je mehr Produkte man produziert, desto geringer muss der Deckungsbeitrag je Produkt sein, damit man in die Gewinnzone kommt. Das hängt natürlich auch von der Branche ab, das hängt natürlich auch von den Preisen ab, die man am Markt erreichen kann, von der Preispolitik, auch von der Art des Produktes. Also ist mein Produkt überhaupt massentauglich? Ja oder nein? Und
Letzten Endes kommt es jetzt in der Produktionsprogrammplanung dazu, dass wir uns den Deckungsbeitrag anschauen. Also, um den Gewinn zu maximieren, schauen wir uns den Deckungsbeitrag an und wollen den Deckungsbeitrag je Produkt maximieren. Wie man das macht, welche Entscheidung man trifft, hängt natürlich immer von den Umständen ab, die im Unternehmen herrschen. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten an Umständen. Es kann entweder kein Engpass vorliegen, ein Engpass oder mehrere Engpässe. Ein Engpass wäre zum Beispiel die begrenzte Laufzeit einer Produktionsmaschine. Die kann halt nicht ewig laufen innerhalb einer Zeit. Die Maschine kann im Monat zum Beispiel nur 140 Stunden produktiv eingesetzt werden. Dadurch ist meine Produktion begrenzt, ein Engpass. Und ich kann auch nur etwas optimieren, wenn ich mindestens einen Engpass habe. Keine Engpässe sind unrealistisch, da Ressourcen halt immer begrenzt sind. Deswegen betrachten wir keine Engpässe nicht weiter. Bei einem Engpass und einem Produkt produziere ich so viel wie möglich, wenn das Produkt einen positiven Deckungsbeitrag hat. Hier kann ich also nur über die Produktionsmenge entscheiden. Wenn ich mehrere Produkte bei einem Engpass habe, dann muss ich zusätzlich entscheiden, welche Produkte ich primär produziere. Die einfachste Antwort ist, na, das Produkt in der maximalen Anzahl zu produzieren, das den höchsten Deckungsbeitrag hat. Und wenn dann noch Kapazitäten auf der Maschine vorhanden sind, dann das Produkt noch zusätzlich mit dem nächst höheren Deckungsbeitrag und so weiter. Dies kann man noch weiter differenzieren, liegt aber jetzt nicht im Fokus dieses Kurses. Häufig in der Realität liegen aber auch mehrere Engpässe vor. Zum Beispiel, weil in der Produktion mehrere Maschinen eingesetzt werden müssen, das Personal knapp ist und so weiter. Bei nur einem Produkt und mehreren Engpässen kann ich wieder nur über die Produktionsmenge entscheiden, wie viel ich von dem einen Produkt dann produziere. Bei mehreren Produkten und mehreren Engpässen wird die Berechnung schon komplexer und das schauen wir uns im Folgenden näher an. Lassen Sie mich das soeben Gesagte noch einmal verdeutlichen. An einem Beispiel nehmen eine Maschine als Engpass und ein Produkt. Also Maschine 1 und ein Produkt. A. Sagen wir, die Maschine hat eine maximale Kapazität von 300 Stunden in einem Zeitraum, in einem Monat. Und das Produkt A erwirtschaftet einen Deckungsbeitrag von 100 Euro. Also Preis abzüglich variabler Kosten sind 100 Euro. Und die Maschine 1 kann Maximum 300 Stunden produktiv laufen. Das Produkt braucht jetzt, um erstellt zu werden auf dieser Maschine, 3 Stunden. Wenn das die einzigen Rahmenbedingungen sind, dann kann ich nur entscheiden, wie viele Produkte von A ich produzieren möchte. Maximal 100 Stück. Also ein Produkt, ein Engpass. Führen wir ein zweiteres Produkt ein. Produkt B mit einem Deckungsbeitrag von 200 Euro. Also einen höheren Deckungsbeitrag. Und er benötigt eine Stunde, das Produkt benötigt eine Stunde in der Maschine, um hergestellt zu werden. Jetzt können wir zusätzlich noch entscheiden, nicht wie viel, sondern welches zuerst. Entscheidungskalkül, welches Produkt hat den höheren Deckungsbeitrag? Nun, in diesem Fall B. Und B braucht sogar noch weniger Zeit, also kann 300 Stück an B hergestellt werden und nur 100 Stück an A. Primäre Entscheidung, Prämisse wäre, komplett B zu produzieren, wenn nicht andere Nebenbedingungen existieren. Werden wir jetzt komplexer. Also wir haben mehrere Engpässe und mehrere Produkte. Vereinfachen wir das mal und sagen zwei Produkte und drei Maschinen. Also Produkt A muss auf Maschine 1 3 Stunden produziert werden, bearbeitet werden, auf Maschine 2 140 Stunden. Und auf Maschine 3 200
Entschuldigung, das sind nicht die Stunden, die natürlich das Produkt braucht, sondern es ist die maximale Kapazität der Anlage. Produkt A braucht hier 3 Stunden, hier 1 Stunde und braucht nicht auf Anlage 3 verarbeitet werden. B 1, 1 und 2 Stunden. Und mit den Voraussetzungen wird es schon ein bisschen komplexer. Je mehr Nebenbedingungen es gibt, je mehr Produkte, desto komplexer wird auch die Berechnung. Das wird man dann im Allgemeinen mit dem Simplex-Algorithmus lösen können, wenn es eine Lösung gibt, ansonsten eine beste Lösung. Und in diesem Fall können wir das sogar grafisch lösen. Wir wollen ja am Ende unseren Gewinn maximieren. Das machen wir anhand der Deckungsbeiträge. Also unsere Zielprämisse ist, wir wollen die Deckungsbeiträge maximieren. Also, wir maximieren die Deckungsbeiträge. Und wie errechnen sich die Deckungsbeiträge? Nun, wir haben zwei Produkte. Das Produkt multipliziert mit der Anzahl des Produktes ergibt natürlich den Gesamtdeckungsbeitrag aller verkauften Produkte von A mit 100 Euro. Also 100 mal, ich nenne es mal XA, die Anzahl der verkauften oder produzierten und verkauften Produkte von A plus 200 von XB. Das wollen wir maximieren, unseren Deckungsbeitrag. Was sind die Nebenbedingungen? Die Nebenbedingungen stellen uns unsere Kapazitäten dar, unsere Engpässe, unsere Maschinen. Also die Nebenbedingung wäre, ich habe 300 Stunden zur Verfügung auf Maschine 1. Also die Nebenbedingung 1 wäre, ich habe 300 Stunden zur Verfügung und das darf nicht überschritten werden, wenn ich A produziere. Der braucht nämlich 3 Stunden. Also 3xA plus einmal XB. Die Gesamtproduktion von A und B darf also 300 Stunden auf Maschine 1 nicht überschreiten. Das gleiche machen wir jetzt auch als Nebenbedingung für Maschine 2 und 3. Also die zweite hat maximal 140 Stunden zur Auswahl mit einmal XA und einmal XB. Und die dritte Maschine hat 200 Stunden Kapazität mit 0 mal XA und 2 mal XB. Man kann das rechnerisch lösen mit dem Simplex-Algorithmus. Man kann das in einem Zwei-Produkt-Fall auch noch grafisch lösen. Das machen wir jetzt im Folgenden. Dafür müssen wir uns von den Nebenbedingungen die Funktion ableiten, um hinterher die Grafik einarbeiten zu können. Die Funktion wäre, wenn wir uns die erste anschauen, wir stellen das um nach XB und nehmen eine Funktion, wo wir XB und XA hinterher kombinieren können. Also wir stellen das um nach XB, die erste Ungleichung, machen daraus eine Gleichung, eine Maximalgleichung und sagen, XB ist gleich 300 minus 3 mal XA. XA nehme ich mit nach vorne. Also XB wäre minus 3XA plus 300. Hier mache ich das genauso. Nehme ich XA wieder rüber. Mache hier aus dem Gleichheitszeichen. Also die zweite Nebenbedingung führt zu der Funktion XB ist minus XA plus 140. Und die dritte Nebenbedingung ist relativ einfacher. Also XB wäre 200 durch 2, 100, unabhängig von XA. Es gibt noch eine vierte Nebenbedingung, nämlich, wie in der Realität auch, ich kann keine negativen Güter produzieren. Also XA und XB sind immer positiv. Also XA und XB sind stets größer 0.
das einfach so im Hinterkopf behalten. Die zu maximierende Funktion ist ja immer noch unseren Deckungsbeitrag zu maximieren. Stellen wir den einfach mal nach XB um, dann haben wir unsere maximierende Funktion von, wir teilen das Ganze durch 200, haben dann 1/2 minus 1/2 XA. Plus dB durch 200. Okay. Übertragen wir diese Formeln einfach mal grafisch. Vermalen wir uns ein Koordinatensystem. Sagen, diese Achse ist die Anzahl der produzierten Güter von XB, also von B. Und diese Achse ist die Anzahl der produzierten Güter von A. Skaliere das mal entsprechend der Lösung, um das grafisch besser darzustellen. Ich habe immer 50 Einheiten, 100 Einheiten und 150. Hier nehme ich 100, 200 und 300. Okay, jetzt zeichnen wir die erste Nebenbedingung einfach mal ein. Also XB ist minus 3 mal XA plus 300. Also wenn XA 0 ist, ist XB 300. Das wäre sozusagen unser erster Punkt. Und wenn XA 0 ist, hatten wir gerade schon, wenn XB 0 ist, dann muss XA 100 sein. Also hier unten sind zwei Punkte, die können wir verbinden. Dann haben wir unsere erste Nebenbedingung grafisch dargestellt. Das ist die erste Nebenbedingung. Die zweite, das sind 140 auf der XB-Achse. Nein, wenn XA 0 ist, genau, dann sind es hier 140, das ist ungefähr hier. Und wenn XB 0 ist, muss XA 140 sein, ungefähr hier. Das ist die zweite Nebenbedingung. Und die dritte, bisschen einfacher, also XB ist immer 100, egal welcher Wert XA annimmt. Das ist die dritte Nebenbedingung. Also, drei Nebenbedingungen und die vierte, XA und XB sind 0, sind immer größer 0, bedeutet, das hier ist auch noch eine Nebenbedingung und das hier unten auch. Also es gilt, dieser Bereich hier für XA und XB, wo alle Nebenbedingungen erfüllt sind, also wo ich sämtliche Maschinen auslasten oder belasten kann und keinen überreize und auch mindestens immer ein Produkt herstelle. Und genau das wollen wir jetzt maximieren. Also unsere Maximierungsbedingung wäre ja Deckungsbeitrag maximieren und das hier ist unsere Funktion für den Deckungsbeitrag. Das hier hinten ist hinterher noch variabel, das ist ja noch flexibel, das wollen wir noch herausfinden, wie hoch der Deckungsbeitrag der Netze endlich ist. Das wissen wir noch nicht. Grafisch kann man das lösen, indem man sich einfach mal einen Wert dafür erdenkt und dann die Grafik, die man einzeichnet, wie auch immer sie aussieht, dann so weit verschiebt, dass sie am weitesten vom Ursprung entfernt ist. Das mache ich einmal. Also XB ist minus 1/2 XA plus dB.
Ich weiß also, es gibt eine negative Steigung von 0,5 und nehme einfach mal eine Steigung von 0,5 und zeichne irgendwo eine Linie ein. Also wenn ich hier 50 nehme, wäre eine negative 0,5 Steigung bei 100. Genau. Das ist also die zu maximierende Funktion. Und die kann ich jetzt verschieben. Je weiter ich natürlich nach außen komme, desto mehr produziere ich von Produkt B und desto mehr produziere ich von Produkt A. Und da beide Deckungsbeiträge positiv sind, steigt immer mein Deckungsbeitrag. Das heißt, je weiter ich nach außen komme, ich habe hier irgendwo Grenzen. Das heißt, das hier sind die Begrenzungen des wählbaren Bereichs. Je weiter ich nach außen komme, desto höher. Das machen wir mal grafisch. Kann jetzt mit dem Lineal einfach weitergehen. Das kann man natürlich auch rechnerisch machen. Das macht der Simplex-Algorithmus ähnlich. Geht also mit derselben Steigerung nach außen, soweit es geht. Und ich komme also zu dem Punkt, der am weitesten entfernt ist. Also ich verschiebe die mal mit demselben und versuche das waagerecht zu halten. Also parallel zu der. Also ich habe die weiter nach außen verschoben und stelle fest, das ist der äußerste Punkt von XB und XA, die Kombination, also auch der maximale Deckungsbeitrag. Das kann man so ungefähr abschätzen, was für eine Menge an A ich produzieren muss und ziemlich genau ablesen für B. Also B ist 100 und A kann man jetzt gezielt ausrechnen. Wir wissen ja zwei Funktionen, nämlich die hier und die hier, also Nebenbedingung 3 ist das hier gewesen und Nebenbedingung 2. Also ich kann XB 100 hier oben einsetzen, habe dann 100 gleich minus XA plus 140, nehme ich das hier rüber und es ist XA gleich 40. Und XB gleich 100. Und wie hoch ist mein Deckungsbeitrag? Der maximale. Nun setze ich das Ganze einfach mal hier ein, 40 und 100. Dann habe ich 20.000 plus 4.000. Also 24.000 wäre der maximale Deckungsbeitrag. Das ist die grafische Lösung für mehrere Engpässe und zwei Produkten. Können Sie sich vorstellen, dass es mehrdimensional wird, wenn ich mehrere Produkte habe und grafische Lösungen funktionieren gerade nur mal zweidimensional. Also Sie wissen jetzt, welche Umstände es gibt in einem Unternehmen, die mich dazu veranlassen, mein Produktionsprogramm zu optimieren, kurzfristig mit den vorhandenen Ressourcen, die ich da habe. Sie wissen also um den Rahmenbedingungen, dass ich an meinem Deckungsbeitrag meinen Gewinn maximieren kann und dementsprechend auch meine Produktionsprogrammplanung anpassen kann. Ich wünsche Ihnen viel Freude dabei, das anzuwenden, nicht nur grafisch, auch rechnerisch, und wir sehen uns zum nächsten Video. Bis bald.